herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem Rezeptvideo. Ja, ich bin momentan sehr experimentierfreudig und deswegen gucke ich ganz viel TikTok oder ich bin momentan sehr viel in TikTok und probiere sehr gerne viele Rezepte aus. Von daher gibt es von mir gleich eine Suppe, eine Käse-Creme-Schmelz-Suppe. Ja, auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Wir brauchen ein bisschen Möhren und Zwiebeln. Dann habe ich hier 4 Kartoffeln, den schnippel ich jetzt. Die Kartoffeln habe ich hier in Wasser. Ich muss das Wasser jetzt nur noch kochen. Ich habe das hier auf 13. Das kühlt erstmal ab. Kommen die Möhren und sie machen noch ein bisschen Nudeln. Solche kleine, feine Nudeln. Käse rein. Dann habe ich eine Schmand noch dazu gegeben. Das ist vollbracht. Die Suppe ist mega lecker. Suppe ist wirklich köstlich. Ich habe jetzt eine Prise Salz reingemacht. 2 Gemüsebrühwürfel. Und also fantastisch einfach. Natürlich ist es wieder so ein spontanes Video. Und das, was ich zu Hause hatte, hat versucht, auch das zusammen. Das originale Video ist natürlich, wird mit Schmelzkäse gemacht. Das kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall, weil ich möchte diese Suppe jetzt nochmal nach originalen Rezept nachkochen. Aber mit etwas geriebenem Pizzakäse und einem Gläschen Becher Schmand tut es auch sehr lecker schmecken. Also Wahnsinn. Viel Spaß wünsche ich euch beim Nachmachen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.